Er schrieb ein Buch über die Ab- und Hintergründe der Diamantenindustrie in Angola und bekommt nun eine Haftstrafe auf Bewährung. Ein Gericht verurteilte den prominenten angolanischen Journalisten und Antikorruptionsaktivisten Rafael Marques zu einer 6-monatigen Bewährungsstrafe, weil er in seinem Buch mehrere Generäle diffamiert habe. Marques prangert grobe Menschenrechtsverletzungen in den Minen der Bergbauunternehmen an, die auch europäische Händler mit rohen Steinen beliefern. Sein Buch mit dem Titel Blutdiamanten, Korruption und Folter in Angola muss Marques per dem Gerichtsurteil nun aber wieder vom Markt nehmen. Human Rights Watch und Amnesty International kritisieren das Urteil heftig und werfen der seit 1975 amtierenden Regierung zunehmende Gängelung von Journalisten vor.